Das sind die aktuellen Cottbuser Baustellen und die, die noch folgen werden. Gute Nachrichten für Autofahrende. Die Baumaßnahmen im Bereich Virchowstraße 1 bis 6 werden vorzeitig abgeschlossen. Dieser Abschnitt wird ab dem 19. August für die Anwohnenden wieder freigegeben. Nun werden die Arbeiten in den nächsten Abschnitt verlagert. Ab dem 19. August wird die Virchowstraße zwischen der Kreuzung Louis-Brehl-Straße und der Karl-Marx-Straße gesperrt. Das heißt, dass die Louis-Brehl-Straße weiterhin gesperrt bleibt und die Anstraße zur Sackgasse wird, die von der Hubertstraße aus befahrbar ist. Grund dafür sind Neuverlegungen einer Fernwärmetrasse. Die Bauzeit wird etwa 12 Wochen dauern. Die Anwohnerinnen und Anwohner werden über Postwurfentsendungen informiert. Die Baumaßnahmen sind mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt und die Umleitung ist ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer werden an der Baustelle vorbeigeleitet. Eine andere Baustelle befindet sich in der Willy-Brandt-Straße stadtauswärts ab Einmündung Georg-Schlesinger-Straße. Dort werden Fräs- und Asphaltarbeiten an der Fahrbahn ausgeführt. Die Kreuzung in der Sandower Hauptstraße Willy-Brandt-Straße wird ab Montag teilweise gesperrt sein. Dabei ist die Einfahrt der Willy-Brandt-Straße aus Richtung Sandower Brücke, Sandower Hauptstraße nicht möglich. Dort gibt es Kabelarbeiten und das Vorhaben soll voraussichtlich am 23. August beendet werden. Umleitungen werden ausgeschildert.